Servus bei Ausprobiert. Heute werden wir entgegen des Kanalnamens mal nichts antesten, sondern wir werden meckern. Und zwar geht es um den Thermomix. Nicht das komplette Gerät, sondern um die Kappe des Thermomix und um den Varoma-Deckel. Was ist das Problem? Der Kunststoff ist mangelhaft und weil dem Ganzen so ist, bilden sich an diesem Deckel und an der Kappe mit der Zeit Risse. Diese Risse werden immer größer, bis der Kunststoff total bricht. Also hier kann man das sehr gut sehen. Ne? Am Anfang waren diese Risse ganz klein und mittlerweile gehen sie fast durch. Es ist eigentlich ein Wunder. Hier kann man durchgucken eigentlich. Ne? Es ist ein Wunder, dass das Ding überhaupt noch existiert und nicht komplett auseinandergebrochen ist. Es handelt sich dabei nicht nur um Schönheitsfehler, das will ich ganz klar sagen, sondern eigentlich ist ein Sicherheitsrisiko. Warum? Wenn wir mit dem Thermomix arbeiten, dann kommen da ordentliche Temperaturen zustande. Es kommt unter anderem zu Wasserdampf. Dieser Wasserdampf kann hier austreten und man kann, wenn man sich ganz doof anstellt, sich sicherlich auch Verbrennungen zuziehen. Wir kennen das Ganze ja vom Thermomix, weil Vorwerk vor einem Jahr, anderthalb Jahren eine Rückrufaktion durchgeführt hat im Hinblick auf diesen Dichtungsring. Na, da ist man als Kunde informiert worden, dann gab es einen Austausch und seitdem passt alles. Soweit, so gut. Bei diesem Deckel scheint sich aber niemand zu kümmern. Und das regt mich auf. Also ich persönlich war in einem Vorwerkstore, habe mit der Mitarbeiterin gesprochen, die hat meine Daten aufgenommen, wir hatten noch zwei, dreimal E-Mail-Kontakt, war sehr bemüht, aber anscheinend ist sie auch nicht weitergekommen und dann hat sie sich halt nicht mehr gemeldet. An meine Vorwerkverkäuferin kann ich mich wenden, weil dieses Gerät hier ein Geschenk war. Ja, und dementsprechend lief diese Transaktion über eine dritte Person ab. Was habe ich noch gemacht? Ich habe direkt an Vorwerk geschrieben. Und das ist jetzt auch schon wieder 5 bis 6 Wochen her, das war ein recht eindeutiger Beschwerdebrief, aber die haben es gar nicht nötig, sich zu melden. Also das ist eigentlich was ich die größte Frechheit finde. Dieses Gerät hier, dieser Thermomix, kostet ein Heidengeld, über 1000 Euro, was, wenn man drüber nachdenkt, total gaga ist. Aber dann haben sie es noch nicht mal nötig, einen ordentlichen Kundenservice zu bieten. Und das kann es ja wohl nicht sein. So, die Problematik, die sich für mich immer darstellt, ist, dass ich ein Einzelfall bin, wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht dran, dass ich da tatsächlich der Einzige bin. Ich bin davon überzeugt, dass es da draußen mehrere Leute gibt, die genau mit der gleichen Problematik konfrontiert sind und die ebenfalls Probleme haben mit Vorwerk und sicher bemüht sind, da eine Lösung herbeizuführen. Wir sind im Internet und ich glaube an die Macht der Masse und deswegen ist dieses Video eigentlich ein Aufruf für all diejenigen Leute, die ähnlich wie ich mich jetzt sich darüber aufregen, dass Vorwerk da nicht tätig wird. Und deswegen hoffe ich, den einen oder anderen mit diesem Video zu erreichen. Lasst uns so ein bisschen versammeln, die Macht liegt in der Masse. Lasst uns da so einen Hebel aufbauen und Vorwerk mal unsere Meinung kundtun. Deswegen meine Bitte an euch, nutzt diese Kommentare oder die Kommentarfunktion zu diesem YouTube-Video und meldet euch, wenn ihr ähnliche Probleme haben solltet. Ich würde das Ganze dann gerne an Vorwerk weiterleiten, damit die sehen, dass es so einfach nicht geht. Mal schauen, ob was zusammenkommt. In diesem Sinne, das war so eine leichte Zweckentfremdung von unserem Do-It-Yourself-Kanal ausprobiert. Vielleicht ist es für den einen oder anderen trotzdem interessant, was wir machen. Dann abonnieren und wir sehen uns wieder. Bis dahin. Servus.